Im vorangegangenen Kapitel wurden einige Aussagen gemacht, die an der Bibel noch nicht belegt wurden. Die soll jetzt nachgeholt werden. Beginnen wir mit Richter 9 und den dort beschriebenen Ereignissen. Denn die Geschichte von Gaal hilft uns, den Beginn des Konflikts zwischen dem König des Südens und dem König des Nordens besser zu verstehen. Hierzu ist es unbedingt notwendig, Richter 9 genauestens zu lesen. Abimelech aber, der Sohn Jerubbaals, ging hin gegen Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und redete mit ihnen und mit dem ganzen Geschlecht des Vaterhauses seiner Mutter und sprach: Redet doch vor den Ohren aller Männer zu Sichem. Was ist euch besser, dass 70 Männer, alle Kinder Jerubbaals, über euch Herren seien, oder dass ein Mann über euch Herr sei? Gedenkt auch dabei, dass ich euer Gebein und Fleisch bin. Da redeten die Brüder seiner Mutter vor ihm alle diese Worte vor den Ohren aller Männer zu Sichem, und ihr Herz neigte sich Abimelech nach, denn sie gedachten, er ist unser Bruder. Und sie gaben ihm 60 Silbernlinge aus dem Haus Baal-Beritz. Und Abimelech drängte damit lose, leichtfertige Männer, die ihm nachfolgten. Und er kam in seines Vaters Haus gen Ophra, und er würgte seine Brüder, die Kinder Jerubbaals, 70 Mann auf einem Stein. Es blieb aber übrig Jotham, der jüngste Sohn Jerubbaals, denn er war versteckt. Und es versammelten sich alle Männer von Sichem, und das ganze Haus Millo gingen hin und machten Abimelech zum König bei der Hohen Eiche, die zu Sichem steht. Als nun Abimelech 3 Jahre über Israel geherrscht hatte, sandte Gott einen bösen Willen zwischen Abimelech und den Männern zu Sichem. Und die Männer zu Sichem wurden Abimelech untreu, auf dass der Frevel an den 70 Söhnen Jerubbaals begangen und ihr Blut käme auf Abimelech, ihren Bruder, der sie erwürgt hatte, und auf die Männer zu Sichem, die ihm seine Hand dazu gestärkt hatten, dass er seine Brüder erwürgte. Und die Männer zu Sichem stellten einen Hinterhalt auf den Spitzen der Berge und beraubten alle, die auf der Straße zu ihnen wandelten. Und es ward Abimelech angesagt. Es kam aber Gaal, der Sohn Ebeds, und seine Brüder und zogen zu Sichem ein. Und die Männer zu Sichem verließen sich auf ihn und zogen heraus aufs Feld und lasen ab ihre Weinberge und kelterten und machten einen Tanz und gingen in ihres Gottes Haus und aßen und tranken und fluchten dem Abimelech. Und Gaal, der Sohn Ebeds, sprach: Wer ist Abimelech und was ist Sichem, dass wir ihm dienen sollten? Ist er nicht Jerubbaals Sohn und hat Zebul seinen Knecht hergesetzt? Dienet den Leuten Hemors, des Vaters Sichems. Warum sollten wir jenen dienen? Wollte Gott, das Volk wäre unter meiner Hand, dass ich Abimelech vertriebe. Und es ward Abimelech gesagt: Mehre dein Heer und zieh aus. Denn Zebul, der Oberste in der Stadt, da er die Worte Gaals, des Sohnes Ebeds, hörte, ergrimmte er in seinem Zorn und sandte Botschaft zu Abimelech heimlich und ließ ihm sagen: Siehe, Gaal, der Sohn Ebeds, und seine Brüder sind gen Sichem gekommen und machen dir die Stadt aufrührerisch. So mache dich nun auf bei der Nacht, du und dein Volk, das bei dir ist, und mache einen Hinterhalt auf sie im Felde. Und des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, so mache dich früh auf und überfalle die Stadt. Und wo er und das Volk, das bei ihm ist, zu dir hinauszieht, so tue mit ihm, wie es deine Hand findet. Abimelech stand auf bei der Nacht und alles Volk, das bei ihm war, und hielt auf Sichem mit 4 Haufen. Und Gaal, der Sohn Ebeds, zog heraus und trat vor die Tür an der Stadt Tor. Aber Abimelech machte sich auf aus dem Hinterhalt samt dem Volk, das mit ihm war. Da nun Gaal das Volk sah, sprach er zu Zebul: Siehe, da kommt ein Volk von der Höhe des Gebirges hernieder. Zebul aber sprach zu ihm: Du siehst die Schatten der Berge für Leute an. Gaal redete noch mehr und sprach: Siehe, ein Volk kommt hernieder aus der Mitte des Landes, und ein Haufe kommt auf dem Weg zur Zaubereiche. Da sprach Zebul zu ihm: Wo ist nun dein Maul, das da sagte, wer ist Abimelech, dass wir ihm dienen sollten? Ist das nicht das Volk, das du verachtet hast? Zieh nun aus und streite mit ihm. Gaal zog aus vor den Männern zu Sichem her und stritt mit Abimelech. Aber Abimelech jagte ihn, dass er floh vor ihm, und fielen viel Erschlagene bis an die Tür des Tors. Und Abimelech blieb zu Aruma. Zebul aber verjagte den Gaal und seine Brüder, dass sie zu Sichem nicht durften bleiben. Am Morgen aber ging das Volk heraus aufs Feld. Da das Abimelech ward angesagt, nahm er das Kriegsvolk und teilte es in 3 Haufen und machte einen Hinterhalt auf sie im Felde. Als er nun sah, dass das Volk aus der Stadt ging, erhob er sich über sie und schlug sie.
Abimelech aber und die Haufen, die bei ihm waren, überfielen sie und traten an die Tür des Stadttors. Und zwei der Haufen überfielen alle, die auf dem Felde waren, und schlugen sie. Da stritt Abimelech wieder die Stadt denselben ganzen Tag und gewann sie und erwürgte das Volk, das darin war, und zerbrach die Stadt und säte Salz darauf. Da das hörten alle Männer des Turms zu Sichem, gingen sie in die Festung des Hauses des Gottes Berit. Da das Abimelech hörte, dass sich alle Männer des Turms zu Sichem versammelt hatten, ging er auf den Berg Zalmon mit allem seinem Volk, das bei ihm war, und nahm eine Axt in seine Hand und hieb einen Ast von den Bäumen und hob ihn auf und legte ihn auf seine Achsel und sprach zu allem Volk, das mit ihm war, »Was ihr gesehen habt, das ich tue, das tut auch ihr eilend wie ich.« Da hieb alles Volk, ein jeglicher, einen Ast ab und folgten Abimelech nach und legten sie an die Festung und steckten's an mit Feuer, dass auch alle Männer des Turms zu Sichem starben, bei 1000 Mann und Weib. Abimelech aber zog in Tebez und belagerte es und gewann es. Es war aber ein starker Turm mitten in der Stadt. Auf den flohen alle Männer und Weiber und alle Bürger der Stadt und schlossen hinter sich zu und stiegen auf das Dach des Turms. Da kam Abimelech zum Turm und stritt da wieder und nahte sich zur Tür des Turms, dass er ihn mit Feuer verbrennte. Aber ein Weib warf einen Mühlstein Abimelech auf den Kopf und zerbrach ihm den Schädel. Da rief Abimelech eilend dem Diener, der seine Waffen trug, und sprach zu ihm, »Ziehe dein Schwert aus und töte mich, dass man nicht von mir sage, ein Weib hat ihn erwürgt.« Da durchstach ihn sein Diener und er starb. Da aber die Israeliten, die mit ihm waren, sahen, dass Abimelech tot war, ging ein jeglicher an seinen Ort. Also bezahlte Gott Abimelech das Übel, das er an seinem Vater getan hatte, da er seine 70 Brüder erwürgte. Desgleichen alles Übel der Männer Sichems vergalt er ihnen auf ihren Kopf, und es kam über sie der Fluch Jotams, des Sohnes Jerubbaals. Wir haben oben gesehen, dass es im Alten Testament Bibelstellen gibt, die Ägypten für die Endzeit noch eine wichtige Rolle zubilligen. Dazu gehört in erster Linie die Bibelstelle in Daniel 11. Und am Ende wird sich der König gegen Mittag mit ihm messen. Und der König gegen Mitternacht wird gegen ihn stürmen mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen und wird in die Länder fallen und verderben und durchziehen. Und wird in das werte Land fallen und viele werden umkommen. Und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern und Ägypten wird ihm nicht entrinnen. Dabei ist zu konstatieren, dass sich Daniel 11 auf ältere Bibelstellen beziehen muss, denn der Menschensohn zeigt Daniel das, was zur Zeit Daniels bereits im Buch der Wahrheit niedergeschrieben war. Zum Beispiel steht in Daniel 10, Vers 21, »Doch ich will dir anzeigen, was geschrieben ist, was gewiss geschehen wird«, also was in älteren Texten der Bibel bereits niedergeschrieben wurde. Oder nach der neuen evangelistischen Übersetzung, »Doch vorher will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist.« Es muss also im Alten Testament Hinweise geben, die Ägyptens Rolle in der Endzeit thematisieren und die zur Zeit Daniels bereits in der Bibel standen. Dazu gehört zum Beispiel Jesaja 7. Aber der Herr wird über dich, über dein Volk und über deines Vaters Haus Tage kommen lassen, die nicht gekommen sind seit der Zeit, da Ephraim von Juda geschieden ist durch den König von Assyrien. Denn zu der Zeit wird der Herr zischen, der Fliege am Ende der Wasser in Ägypten und der Biene im Lande Assur. Eine dieser Bibelstellen, die älter als Daniel sind und von Ägypten handeln, steht in Richter 9 und wird bei dem einen oder anderen vielleicht auf Unverständnis stoßen, weil für deren Deutung im Neuen Testament keine Belegstelle vorhanden ist. Die Beschäftigung mit Richter 9 und hier insbesondere mit Gaal führt aber in unserem Zusammenhang zu einem gänzlich neuen und erweiterten Verständnis endzeitlicher Abläufe. Wenn wir uns mit Gaal beschäftigen und seine Bedeutung verstehen wollen, müssen wir uns auf die Texte beziehen, die wir bereits oben angesprochen haben, und uns eng an diese halten. Denn eine Deutung von Gaal ist nur in diesem eng gesteckten Rahmen möglich, weil weder das Alte noch das Neue Testament eine Deutung für Gaal und seine Rolle in der Endzeit enthält, von der wir ausgehen könnten. Wir bewegen uns hier also am absoluten Rand dessen, was wir aus der Bibel herauslesen und deuten bzw. auslegen dürfen und können. Obwohl ich mich hiermit durchaus angreifbar mache, zeige ich diese meine Deutung hier dennoch, weil sie meines Erachtens zur Vervollständigung des prophetischen Bildes der Endzeit unbedingt notwendig ist und erstaunliche Ergebnisse zeitigt. Richter 9 behandelt Abimelech und Zebul,
die ebenfalls eines dieser unseligen Paare darstellen, die wir oben schon behandelt haben und die bereits tief im Alten Testament Vorbilder für den endzeitlichen Antichristen und seinen falschen Propheten sind. Hier einige Infos zu einigen dieser paarweisen Herrscherfiguren im Alten Testament. Seba und Zalmunna. Seba und Zalmunna waren laut bibelwissenschaft.de zwei Midianiterkönige. Seba bedeutet Schlachtopfer oder Schlechter und Zalmunna bedeutet Schatten ist versagt oder Zalm hat abgewehrt. Zalm ist eine arabische Gottheit. Die Midianiter waren in der Bibel ein kriegerischer Stamm von Wüstennomaden in der Zeit um ungefähr 1200 bis 1000 vor Christus. Das Land Midian wird in der Bibel südöstlich von Palästina nur ungefähr in der gebirgigen Wüste lokalisiert. Deshalb bleibt deren exakte Lage und Ausdehnung ungewiss. Oreb und Seb. Oreb und Seb waren laut bibelwissenschaft.de zwei Midianiter Häuptlinge, von denen in Richter 8 und Richter 9 berichtet ist. Oreb bedeutet Rabe und Seb bedeutet Wolf. Sihon und Og. Sihon war ein Amoriterkönig. Sein Name bedeutet Kehricht oder wegfegend. Und Og, ebenfalls ein Amoriterkönig, dessen Name er war gekrümmt, bedeutet. Wikipedia schreibt zu Sihon: Sihon war ein in den fünf Büchern Mose genannter Amoriterkönig in Hesbon, an den die Israeliten bei ihrer Ankunft im Ostjordanland Boten sandten mit der Bitte, durch sein Land ziehen zu dürfen. Sihon verweigerte den Durchzug und rückte ihnen mit seiner Streitmacht entgegen. Er wurde jedoch bei Jasa von den Israeliten geschlagen. Israel nahm sein Land vom Arnon bis zum Jabbok in Besitz und siedelte sich in den Städten an. Das Land des Sihons wurde Ruben und Gad zugeteilt. Also hier auch wieder ein deutlicher Bezug zum Gebiet der späteren Dekapolis. Wikipedia schreibt zu Og: Og war ein in den fünf Büchern Mose genannter Amoriterkönig in Baschan, an den die Israeliten bei ihrer Ankunft im Ostjordanland Boten sandten mit der Bitte, durch sein Land ziehen zu dürfen. Og verweigerte den Durchzug und zog ihnen mit seinem ganzen Volk zum Kampf entgegen. Er wurde jedoch bei Edrei, das heutige Dara in Syrien, von den Israeliten geschlagen. Die Israeliten nahmen die Städte der Hochebene, ganz Gilead und den ganzen Baschan bis nach Salka und Edrei ein. Das Gebiet wurde dem halben Stamm Manasse zugeteilt. In der Bibel in 5. Mose 3, Vers 11 wird Og als der letzte der Riesen bezeichnet. Sein eisernes Bett war 9 Ellen lang und 4 Ellen breit. Also auch hier haben wir wieder einen deutlichen Bezug zum Gebiet der späteren Dekapolis. Sihon und Og sind alttestamentliche Vorbilder des Antichristen und des falschen Propheten. Ihr Stammesgebiet ist durchaus deckungsgleich mit denen der Dekapolis und Syriens bzw. von Damaskus. Jabin und Sisera. Jabin und Sisera und deren endzeitliche Bedeutung wurden bereits oben im Detail behandelt. Kommen wir zurück zu Gal. Alle die vorgenannten Paare schatten das endzeitlich unselige Paar des Antichristen und seines falschen Propheten schon im Alten Testament voraus. Richter 9 berichtet, wie Abimelech Sichem erobert und dort Sebul als seinen Statthalter einsetzt. Die ganze Geschichte ist ebenfalls ein prophetisches Bild, wobei Abimelech ein Bild auf den Antichristen und Sebul ein Bild auf den falschen Propheten ist. Sichem steht dann zwangsläufig als Sinnbild für Jerusalem. In dieser ganzen Geschichte gibt es aber eine Unbekannte. Es gab nämlich noch einen weiteren Besatzer Sichems und das war Gal. Als Sebul nach der Eroberung Sichems durch Abimelech 3 Jahre lang Statthalter in Sichem gewesen war, kam Gal herauf und machte die Bürger Sichems von Abimelech abtrünnig. Wer ist dieser Gal? Hierfür gibt es, wie schon mehrfach gesagt, keine neutestamentliche Erklärung. Wir können zwar Abimelech auf den Antichristen und Sebul auf den falschen Propheten deuten, aber für Gal gibt es in den prophetischen Schriften des Alten und des Neuen Testaments keinen eindeutigen Hinweis und keine direkte Zuordnung oder Deutung auf eine Nation oder ein Volk. Deswegen ist die Deutung Gals schwierig und weder von neu- noch von alttestamentlichen Parallelstellen gedeckt. Dennoch ist es möglich, eine durchaus unerwartete Bedeutung für Gal zu finden. Hierzu schauen wir uns endzeitliche Texte in Daniel und der Offenbarung an. Folgende Personen sind dort für die Endzeit vorhergesagt: der König des Nordens, der falsche Prophet und der König des Südens. In Richter 9 kann Abimelech auf den Antichristen und Sebul auf den falschen Propheten gedeutet werden. Dann bleibt aber die endzeitliche Bedeutung für Gal noch unbeantwortet. Damit besteht die Möglichkeit, in enger Anlehnung an die Endzeitstrukturen Daniels, Jesajas und der Offenbarung,
Gal auf den endzeitlichen König des Südens, nämlich auf Ägypten, zu deuten. Denn in Daniel 11 wird für die Endzeit ein König aus Ägypten als sogenannter König des Südens, als der endzeitliche Kontrahent des Königs des Nordens gezeichnet und in Jesaja 8 wird Ägypten für die Endzeit erwähnt. Schauen wir uns zunächst die Bedeutung der Namen Abimelechs, Sebuls und Gals an. Abimelech bedeutet »Mein Vater ist König«, Sebul bedeutet »Misthaufen« und Gal bedeutet »Mistkäfer«. Das sind natürlich für moderne europäische Ohren sehr ungewöhnliche Namen, aber es soll nicht vergessen werden, dass Namen in der Bibel durchaus tiefere Bedeutung haben und es sieht so aus, als ob der Mistkäfer auf dem Misthaufen hockt, was für die gottlose endzeitliche Situation Jerusalems durchaus bezeichnend sein dürfte. Der Mistkäfer war in der Antike der Skarabäuskäfer und stand im alten Ägypten symbolisch für den Gott Schepre. Seine Verwendung als Glücksbringer war weit verbreitet. Wikipedia schreibt über den Skarabäus folgendes. Skarabäen, Glückskäfer, sind Abbildungen des heiligen Pillendrehers, vor allem als kleine Amulette. Die altägyptische Bezeichnung für den Skarabäus war Schepara. Je nach hieroglyphischer Schreibung war der Skarabäuskäfer, Mistkäfer, der Gott Schepre, auch Schepri oder auch ein Schmuckstück in Form eines Skarabäus gemeint. Die Bedeutung liegt also nicht allein biblisch, sondern auch historisch nahe, dass Gal, also der Skarabäus, für Ägypten steht. Wie gesagt, gibt es hierfür keine eindeutige Belegstelle im Alten oder Neuen Testament. Es wird lediglich vorausgesetzt, dass in der Endzeit als Kontrahent des Antichristen Ägypten wieder da sein wird. Das soll bei der Deutung Gals noch einmal ausdrücklich Betonung finden. Die militärische Provokation des Königs des Südens laut Daniel 11 bestünde somit darin, dass er in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche Jerusalem für sich gewinnt und in Jerusalem herrscht, obwohl der falsche Prophet dort noch anwesend ist. Sollte das alles so sein, wovon ich fest ausgehe, bekäme die Geschichte in Richter 9 eine ungeahnte Bedeutungstiefe. Es könnte mithin das folgende Szenario für die Endzeit entwickelt werden. Kurz vor Beginn der 70. Jahrwoche, im Gebiet der Dekapolis kommt ein politischer Herrscher auf, der sehr wahrscheinlich arabischer Herkunft ist, der falsche Prophet. Er spaltet das Nordreich Israels von Juda ab und reißt es an sich. Damaskus geht mit dieser politischen Konstruktion einen Bund für 7 Jahre ein. Damaskus ist politisch noch schwach, es ist ein kleines Horn, das erst noch mächtig werden wird. Die Koalition zwischen Syrien und Ephraim steht zunächst unter der Führung Ephraims. Dies gilt für die komplette erste Hälfte der erst noch anbrechenden 70. Jahrwoche. Zu Beginn der 70. Jahrwoche. Damaskus und Ephraim greifen Jerusalem an und belagern es, können es aber nicht erobern. Jerusalem kommt in dieser Belagerung an einem einzigen Tag zur Wiedergeburt. Das ist der Tag des Beginns der 70. Jahrwoche. Syrien und Ephraim ziehen unverrichteter Dinge wieder ab. Die erste Hälfte der 70. Jahrwoche. Der wiedergeborene Überrest in Jerusalem, die beiden Zeugen, verkündigen genau 1260 Tage lang der Welt das Evangelium Jesu Christi aus Jerusalem. In der Mitte der 70. Jahrwoche. Die 10 Hörner übertragen ihre Macht dem ehemals kleinen Horn, dem Tier, dem Antichristen, dem König von Damaskus, dem König des Nordens, der jetzt zu seiner vollen politischen Macht herangewachsen ist. Er herrscht 42 Monate lang, Offenbarung 13, Vers 5, nämlich in der zweiten Hälfte der Jahrwoche bis zu Christi Wiederkehr. Nach genau 1260 Tagen ziehen Syrien und Ephraim erneut gegen Jerusalem, jetzt unter der Führung des Antichristen, des Königs von Damaskus. Der Antichrist belagert und erobert Jerusalem. Er tötet die beiden Zeugen und setzt sich in die Stadt, in den Tempel Gottes und gibt sich aus, als sei er selbst Gott. Denn bis dahin konnte niemand die beiden Zeugen überwinden. Sie predigten das Evangelium Jesu Christi mit besonderer Vollmacht. Aber wenn sie ihr Zeugnis geendet haben, tötet der Antichrist die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems. Er sagt dann, seht her, ich habe die beiden Zeugen getötet. Es gibt keinen Jesus Christus und keinen Gott. Ich allein bin Gott. Er lässt den falschen Propheten in Jerusalem als seinen Statthalter zurück, der dort für die Anbetung des Antichristen sorgt und ein Gräuelbild der Verwüstung aufstellt. Es beginnt die finsterste Zeit Jerusalems unter der okkulten Herrschaft des falschen Propheten. Während der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Jerusalem ist in dieser Zeit gottlos wie Sodom. Dies steht auch in Offenbarung 11, Vers 8. Und ihre Leichname werden liegen auf der Gasse der großen Stadt, die da heißt geistlich Sodom und Ägypten, da auch ihr Herr gekreuzigt ist.
Es vergehen 5 Monate, bis Gal, ein ägyptischer Politiker oder König, der König des Südens aus Daniel 11, in die Stadt Jerusalem einzieht. Die gottlosen Israeliten in Jerusalem fallen ihm zu und damit vom Antichristen ab. Jerusalem ist in dieser Zeit gottlos wie Ägypten. Dazu hatten wir eben schon den Vers in Offenbarung 11 gelesen, wo Sodom und Ägypten jeweils erwähnt sind. Gegen Ende der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Der Antichrist hört von Gal und vom Abfall Jerusalems und greift Jerusalem und Gal an. Er erobert Jerusalem, besiegt Gal und zieht weiter nach Ägypten, das er ebenfalls erobert. Auch Libyen und Kusch wird er erobern und so wird ihm gelingen, was dem historischen Antiochos dem IV. Epiphanes nicht gelang. Während seines Siegeszuges in Ägypten hört er davon, dass Neo-Assyrien, der heutige Iran, Irak, vom Norden sein Reich angreift, Damaskus zerstört, Ephraim erobert und sich in Harmageddon lagert. Davon steht in Daniel 11, Vers 44, es wird ihn aber ein Geschrei erschrecken von Morgen und Mitternacht, und er wird mit großem Grimm ausziehen, willens viele zu vertilgen und zu verderben. Der Antichrist zieht nach Norden, um sich bei Harmageddon dem Assyrer entgegenzustellen, der dort mit vielen tausend Soldaten auf ihn wartet. Das steht in Offenbarung 16, Vers 12, und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Wasserstrom Euphrat, und das Wasser vertrocknete, auf das bereitet würde der Weg den Königen vom Aufgang der Sonne. Und in Offenbarung 9, Vers 13, und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den 4 Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die 4 Engel, die gebunden sind an dem großen Wasserstrom Euphrat. Und es wurden die 4 Engel los, die bereit waren auf die Stunde und auf den Tag und auf den Monat und auf das Jahr, dass sie töteten den 3. Teil der Menschen. Und die Zahl des riesigen Volks war 4000 mal 1000. Und ich hörte ihre Zahl. Am Ende der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Der Antichrist und der Assyrer stehen sich in Harmageddon im Kampf gegenüber. Der Antichrist gewinnt die Schlacht in Harmageddon, denn er herrscht nach Daniel 11 bis zum Ende und nach Offenbarung 17 die ganzen 42 Monate der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Die große Frage, die sich stellt, ist die, wer wird die große Schlacht von Harmageddon für sich entscheiden? Weil der Antichrist aber die gesamte zweite Hälfte der Jahrwoche herrscht und an anderer Stelle gesagt ist, dass er einen Bund mit den vielen macht für 7 Jahre, ist davon auszugehen, dass der Antichrist die Schlacht von Harmageddon gewinnt. Am Tag 1290. Dann geschieht die Entrückung. Die beiden Zeugen, das Haus Davids und die Bürger Jerusalems, werden lebendig und werden mit den Wiedergeborenen, die in der judäischen Wüste ausgeharrt haben, entrückt. Die Auferstehung der beiden Zeugen und deren Entrückung geschieht vor aller Augen. Sie ist so eindrücklich, dass sich die bis dahin gottlosen Nordisraelis und die Menschen in Juda und in Jerusalem, die die Entrückung sehen, zu dem Gott des Himmels bekehren. So sagt der Text in Offenbarung 11, Vers 12. Und nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott, und sie traten auf ihre Füße, und eine große Furcht fiel über die, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steiget herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Stunde ward ein großes Erdbeben, und der 10. Teil der Stadt fiel, und wurden getötet in dem Erdbeben 7000 Namen der Menschen, und die anderen erschraken und gaben Ehre dem Gott des Himmels. Diese zu Gott umgekehrten Israelis flüchten in die Ruinen der Stadt Jerusalem und verschanzen sich dort. Nach seinem Sieg in Harmageddon über Neo-Assyrien reicht das Reich des Antichristen jetzt vom Euphrat bis Libyen. Es ist jetzt größer als das Reich Alexanders des Großen. Er zieht zum letzten Mal und mit allen seinen Truppen gegen Jerusalem, um die dort ausharrenden Israelis zu töten und die Stadt endgültig zu zerstören. Am Tag 1300. Die in Jerusalem verschanzten Israelis versammeln sich zu einer großen Bußversammlung. Sie bekehren sich zu dem Gott des Himmels und bitten ihn um Hilfe gegen den heranziehenden Antichristen und seine Heere. Der Antichrist und alle seine Könige und Heere werden ins Tal Josaphat versammelt und wollen Jerusalem dem Erdboden gleichmachen. Aber dann kommt Christus vom Himmel auf den Ölberg herab und befreit seine Stadt, sein Land und die ganze Welt. Joel 4, Vers 1. Denn siehe, in den Tagen und zur selben Zeit, wenn ich das Gefängnis Judas und Jerusalems, noch nicht ganz Israels, wenden werde, will ich alle Heiden zusammenbringen
und will sie in das Tal Josaphat hinabführen und will mit ihnen das selbst rechten wegen meines Volks und meines Erbteils Israel. Und in Joel 4, Vers 9, rufe dies aus unter den Heiden. Das sind der Antichrist und die Völkerschaften, die in seinem Tross sind, und Assyrien. Heiliget einen Streit, erwecket die Starken, lasset herzukommen und hinaufziehen, nämlich nach Jerusalem, alle Kriegsleute. Machet aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Sicheln Spieße. Der Schwache spreche, ich bin stark. Rottet euch und kommet her, alle Heiden, um und versammelt euch, nämlich in und um Jerusalem. Daselbst führe du, Herr, nieder, Herr, deine Starken. Das heißt, Christus kommt mit seiner Leibesgemeinde vom Himmel, um Jerusalem zu befreien. Die Heiden, das ist der Antichrist mit seinen Völkern, Ägypten, Syrien, Libyen und Äthiopien und Assyrien, werden sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Josaphat, denn daselbst will ich sitzen, zu richten alle Heiden um. Schlaget die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt herab, denn die Kelter ist voll, und die Kufen laufen über, denn ihre Bosheit ist groß. Es werden Haufen über Haufen Volk sein im Tal des Urteils, denn des Herrn Tag ist nahe im Tal des Urteils. Sonne und Mond werden sich verfinstern, und die Sterne werden ihren Schein verhalten. Und der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme lassen hören, dass Himmel und Erde beben wird. Aber der Herr wird seinem Volk eine Zuflucht sein und eine Feste den Kindern Israel. Und ihr sollt es erfahren, dass ich, der Herr, euer Gott, zu Zion auf meinem heiligen Berge wohne. Alsdann wird Jerusalem heilig sein und kein Fremder mehr durch sie wandeln. Am Tag 1335. Christus tötet den Antichristen und den falschen Propheten mit dem Hauch seines Mundes und richtet sein Reich auf. Davon schreibt Paulus in 2. Thessalonicher 2. Und alsdann wird der Boshafte offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und durch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein Ende machen. Oder in Daniel 11, Vers 45, und er wird den Palast seines Gezeltes aufschlagen zwischen zwei Meeren um den werten heiligen Berg, bis es mit ihm ein Ende werde, und niemand wird ihm helfen. Interessant ist bei der ganzen Geschichte, dass Abimelech bei der Belagerung der Stadt Thebez ums Leben kommt. Dort wirft ihm eine Frau einen Mühlstein auf den Kopf. Das ist erneut ein sehr verschlüsseltes Bild für die Endzeit und den Tod des Antichristen. Denn Daniel sagt in Daniel 11, 45, dass er bei der Belagerung des werten heiligen Bergs ums Leben kommt und niemand ihm helfen wird. Wir können Richter 9 nur deshalb deuten, weil wir die Strukturen der Endzeit an anderer Stelle im Propheten Daniel und in der Offenbarung bereits kennengelernt haben. Das sind die eigentlichen Parallelstellen für Richter 9. Auffällig ist allerdings, dass der Tod von Abimelech, dem Vorbild des Antichristen, bei der Belagerung der Stadt Thebez und nicht in Sichem geschieht. Wenn diese Begebenheit aber ein Bild ist auf die endzeitlichen Auseinandersetzungen um die Stadt Jerusalem, warum spricht Richter 9 dann einmal von Sichem und ein andermal von Thebez? Wenn es sich um eine Beschreibung endzeitlicher Ereignisse in Jerusalem handelt, müssten dann in Richter 9 nicht auch entweder Sichem oder Thebez erwähnt sein und nicht zwei Städte? Das Vorhandensein beider Städte ist keine Unschärfe in der biblischen Erzählung. Es gibt vielmehr zwei Ereignisse in der Endzeit, die in Richter 9 äußerst detailliert angedeutet werden. Um das verstehen zu können, brauchen wir aber noch ein paar Details, die wir an anderer Stelle finden werden. Anschließend kommen wir in einem späteren Kapitel noch einmal auf Sichem und Thebez zurück. Wir werden dann sehen, wie außerordentlich exakt und bedeutungstief die biblische Erzählung hier ist. Kommen wir noch einmal zurück zur Offenbarung 11. Das Kapitel handelt von den beiden Zeugen. An anderer Stelle wurde bereits mehrfach festgestellt, dass die beiden Zeugen das Haus David und die Bürger zu Jerusalem sind. Sie sind der wiedergeborene Überrest. Wenn Jerusalem also wiedergeboren wird, dann werden in der Endzeit diese beiden Zeugen, nämlich das Haus David und die Bürger zu Jerusalem, in größter Vollmacht das Evangelium Jesu Christi der Welt verkündigen. Und das in den ersten 3,5 Jahren der 70. Jahrwoche. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen 1260 Tage angetan mit Säcken. Und wenn sie ihr Zeugnis geendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen einen Streit halten und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf der Gasse der großen Stadt, die da heißt geistlich Sodom und Ägypten, da auch ihr Herr gekreuzigt ist. Nach 1260 Tagen wird also das Tier aus dem Abgrund aufsteigen und die beiden Zeugen töten. Dieses Tier ist Damaskus,
Der Antichrist, der endzeitliche Antiochos Epiphanes. Er war und ist nicht und wird wieder sein. Er ist das Tier, das die tödliche Wunde vom Schwert hatte und wieder lebendig wird. In der Mitte der letzten Jahrwoche wird er die beiden Zeugen töten und sich in den Tempel, nämlich in die Stadt Jerusalem, hineinsetzen und sich selbst als Gott ausgeben. Bis dato konnte niemand die beiden Zeugen töten. Wenn sie jemand schädigen wollte, ging Feuer aus ihrem Mund. Aber wenn ihr Dienst beendet ist, vorher nicht, wird der Antichrist die Frechheit haben, Jerusalem anzugreifen, den wiedergeborenen Überrest des Hauses David und der Bürger Jerusalems umzubringen und sich in Jerusalem als Gott auszugeben. Denn der Antichrist wird bei seinem Sieg über Jerusalem gleichsam sagen: Niemand konnte die beiden Zeugen überwinden außer mir. Es gibt keinen Gott außer mir. Hiervon spricht Paulus im 2. Thessalonischer Brief. Die beiden Zeugen werden dann 3,5 Tage, die symbolisch für die 3,5 Jahre der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche stehen, tot auf den Gassen der großen Stadt liegen. Jerusalem wird dann vom Antichristen und vom falschen Propheten besetzt und regiert sein. Die Stadt wird dann gottloser sein als jemals zuvor, weil sich dann der hochokkulte falsche Prophet in Jerusalem und im ganzen Reich des Antichristen ungehindert ausleben wird. Hexensabbat in Jerusalem. Insofern passt die Beschreibung Sodom sehr gut für die Stadt. Aber was ist der Grund dafür, dass Jerusalem als Ägypten beschrieben wird? Kommen wir abschließend noch einmal zu meiner anfänglichen Erwähnung zurück, dass Gal im Neuen Testament an keiner Stelle erwähnt und gedeutet wird. Bei der Auslegung von Richter 9 und der Person Abimelechs, Sebuls und Gals haben wir uns ohne Ausnahme in den Grenzen dessen bewegt, was uns die prophetische Schau Daniels, Jesajas und der Offenbarung vorgibt. Die einzige Frage, die sich stellt, ist die, ob wir Gal, wenn doch alle Aussagen in den prophetischen Vorgaben passen, tatsächlich auf den König des Südens deuten dürfen. Da eine solche Deutung sich aber problemlos in die prophetischen Vorgaben der übrigen Teile der Bibel einfügt, bin ich der Überzeugung, dass dies zulässig und erlaubt ist, auch wenn man sich hier natürlich in einer sehr detaillierten Deutung der endzeitlichen Ereignisse bewegt. Nimmt man aber diese Deutung als Arbeitshypothese an, wird verständlich, warum Gott die Geschichte von Abimelech, Sebul und Gal überhaupt in die Bibel aufgenommen hat. Es ist ein Detail endzeitlicher Prophetie, das trotz seiner frühen Datierung innerhalb der Bibel erstaunlich genau das zeichnet, was Daniel, Jesaja und die Offenbarung uns vorgeben und zur Erhellung aller dieser Bibelstellen in unerwarteter Weise beiträgt. Wie unglaublich tief und erstaunlich Gottes Wort doch ist. Die westliche Welt rechnet überhaupt nicht mehr damit, dass Gott derart nachhaltig in die Weltgeschichte eingreifen wird. Aber die Bibel sagt es deutlich. Dennoch bin ich tatsächlich mehr als überwältigt von diesem Szenario, das die Bibel in immer deutlicheren Linien zeichnet.